weitere Vorgaben, wie der Inhalt einer solchen Satzung sein kann oder muss. Also es gibt einige Pflichtangaben. Das betrifft einmal die Angemessenheit der Wohnfläche. Da habe ich dann eine Einschränkung wieder gefunden in der Bundesdrucksache. Da steht nämlich unter anderem drin, dass die davon ausgehen, dass in Ballungsräumen davon auszugehen ist, dass die Wohnungen durchschnittlich geringer sind als in dem Wohnungsbauförderungsgesetz vorgesehen. Das ist natürlich die Frage, was man unter Ballungsraum versteht. Also ich würde eher sagen, Frankfurt oder Offenbach da unten, weil da ist die Grenze 45 Quadratmeter. Und das ist halt dann vielleicht auch, wenn wir das sagen, das ist jetzt vielleicht nur 40 oder 30 Quadratmeter. Kann halt einfach auch passieren, dass das dann einfach so von den kommunalen Trägern festgelegt wird. Weitere Pflichtangabe ist halt, worum es auch geht, dass die angemessenen Aufwendungen für den Kostenunterpunkt also festgelegt werden. Dann gibt es bestimmte Kannregelungen, die sind da schon etwas problematischer oder auch problematisch. Da kann jetzt die Kommune festlegen, einmal die Verbrauchswerte, es geht jetzt hier um die Heizkosten, welche angemessenen Verbrauchswerte zu berücksichtigen sind oder grundsätzlich welche angemessenen Aufwendungen. Also sprich, das eine ist jetzt so und so viel Kilowattstunde an Gasverbrauch und das andere wäre jetzt meinetwegen ein konkreter Betrag. Dann werden die trotzdem Formulierungen verwendet, dass diese Bestimmungen entweder durch eine Quadratmeter Höchstmiete festgelegt werden kann oder durch eine Gesamtangemessenheitsgrenze. Hieraus geht aber nicht so ganz hervor, ob hier möglicherweise, wieder gesagt wird, sämtliche Faktoren, also einmal der Quadratmeterpreis für die Kaltmiete und die Nebenkosten, als auch die Heizkosten müssen angemessen sein. Das ist ja alles noch so ein bisschen spannend. Also es ist so, dass das Bundessozialgericht gesagt hat, diese Produkttheorie entwickelt hat und gesagt hat, selbst wenn ein Element unangemessen ist, kann das durch ein anderes Element, was niedriger ist, ausgeglichen werden. Also es kommt dann eben auch zu einer Gesamtgrenze an, wenn die da nicht überschritten wird, ist die Wohnung angemessen, aber im Gegensatz zu der Kombinationstheorie, die eben sagt, dass jeder einzelne Faktor angemessen sein muss. Also da kann ich jetzt noch keine pauschale Aussage zu treffen, ob das möglicherweise wieder eingeführt wird oder werden könnte. Dann gibt es noch eine Regelung, dass jedes Gebiet, also jede Kommune auch unterschiedliche Vergleichsräume aufstellen kann. Ob das hier für Kassel in Betracht kommt, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich dann noch eher für die größeren Städte interessant oder eben auch für den Landkreis. Das war bisher im Prinzip auch schon so, dass die einzelnen Kommunen in verschiedene Mietstufen eingeteilt worden sind. Ein weiteres Erfordernis für die Satzung ist ein Begründungserfordernis. Also wir müssen, sind verpflichtet, zu begründen, wie sie die angemessenen Kosten für Unterkunft ermittelt haben. Fehlte Begründung ist die Satzung also nicht beziehungsweise rechtswidrig und kann dann angefochten werden. Da gibt es jetzt auch eine neue Regelung, die ist eingeführt worden in § 55a StGB, also Sozialgerichtsgesetz. Das heißt, jetzt hat jeder Bürger die Möglichkeit, einen Antrag bei einem hessischen Landessozialgericht zu stellen, also auch die Hessen, alle anderen natürlich bei ihrem eigenen Landessozialgericht, und können eine Normkontrollklage durchführen, wenn es so eine Satzung gibt, beantragen, dass die Satzung auf Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht geprüft wird. Also das ist ganz toll, das soll natürlich die Sozialgerichte etwas entlasten und das Ganze bündeln, dass eben im Prinzip eine Art Musterverfahren durchgeführt werden kann und nicht wieder jeder einzelne klagen muss. So, das ist grundsätzlich das, was der Gesetzgeber auf Bundesebene vorgesehen hat oder an Möglichkeiten eröffnet hat. Das
jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht oder was plant unser hessischer Landesgesetzgeber? Und da gibt es einen Gesetzentwurf zum sogenannten hessischen Offensivgesetz. Dieses Offensivgesetz gibt es ja schon eine ganze Weile. Da sind eben einzelne Regelungen oder Ausgestaltungen, die wir hier in Hessen mit dem ganzen Arbeitsmarkt und der sozialpolitischen Praxis umgehen. In diesem Gesetzentwurf ist wenig überraschend, dass die CDU-FDP-Regierung plant, alle Kommunen eben zu ermächtigen, nicht zu verzichten, aber zu ermächtigen, die Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung auf ihrem jeweiligen Gebiet, also ihrer Kommune, zu bestimmen. So, und jetzt ist das, was wir halt auch vermutet haben, dass geplant ist, dass die einzelnen Kommunen ihre Kosten auch pauschalieren. Und wenn wir halt gesehen haben, dass ich in der Stadt Kassel war, wird diese Regelung wohl doch sehr sicher darauf hinauslaufen, dass wir unsere Kommune von dieser Pauschalierungspraxis wohl auch Gebrauch machen wird. Wir wissen das nicht. Wie gesagt, es ist ja noch dieses Gutachten im Auftrag. Es kann durchaus sein, dass die auch irgendeine Art von sicherungsrelevante Mietspiegel, also dass keine Satzung erlassen wird. Die Satzung hätte eben die Folge, dass die sofort angegriffen werden kann, sondern dass sie im Prinzip die Praxis von früher fortsetzen und einfach mit uns sicherungsrelevante Mietspiegel aufstellen. Das ist eben die eine Variante. Und da möglicherweise das Gutachten damit heranziehen. Interessant auch, dass zurzeit von jedem Mietbescheinigungen wieder gefordert werden, und zwar unabhängig davon, ob jetzt gerade ein neuer Bewilligungsantrag gestellt wird oder nicht. Die fordern jetzt zurzeit eben alle auf, Mietbescheinigungen vorzulegen, eben in Vorbereitung dessen, was jetzt kommen soll. Was konkret jetzt da geplant ist, kann ich nicht sagen. Das ist halt nur eben die eine Variante und eben die zweite, dass dann noch eine Satzung erlassen wird und das Ganze pauschaliert wird. Ja, ich gebe das jetzt mal rum, was ich da so zusammengefasst habe. Ja, das ist so im Wesentlichen das, was ich jetzt vom jetzigen Stand herausgefunden habe. Also, wie gesagt, es hat im Rahmen des Gesetzentwurfs eine andere Umstand gefunden, dass es möglich oder auch im weitreichenden Gesetzesänderungsverfahren, dass man da sämtliche Träger, die sich mit einer bestimmten Problematik befassen, vorher auch anhört, dass man die Sozialverbände gehört wurden, der Deutsche Gewerkschaft und Professor Kurz Tipps angehört wurden, andere Professoren. Und natürlich auch Unternehmerverbände und so weiter. Da gibt es natürlich unterschiedliche Stellungnahmen. Ist klar, manche sagen, geben gar keine große Stellungnahme ab, weil wir in dem ganzen Verfahrensregeln stehen. Und dann werden die Pauschalierungen mal unter die Lupe genommen und eben ausgeführt, dass diese Pauschalierungen, sollten dann kommen, im Zweifel auch. Ja, dazu führt das, warum ihr das Ganze zur Bedarfsunterdeckung bei den einzelnen Gruppen führt. Und also es gibt halt so diverse Ansatzpunkte, die in der Satzung, also überhaupt gegen die Gesetzesänderung vorzugehen. Ja, das ist halt letzten Endes der Landesgesetzgeber, der die Möglichkeit hat, das so zu beschließen. Und wir können dann letzten Endes, wenn das dann so kommen sollte, mit dieser Ermächtigung, müssen wir halt hier vor Ort auf kommunaler Ebene sehen, dass wir hier versuchen, für unsere Stadt Kassel eben was Positives irgendwie zu bewirken, eben durch Öffentlichkeitsarbeit oder wie auch immer. Ich denke, da werden wir jetzt noch weiter diskutieren. Gut, ich würde gerne noch eine kleine Ergänzung.
Ergänzung loswerden zum aktuellen Stand. Ich hätte mit der Mariana Schott, der Landtagsabgeordneten der Linken, die im Schwerpunkt Soziales auch tätig ist, gesprochen. Die sagte, das ist ja schon ein bisschen ungewöhnliches Vorgehen der Gesetzgebungsverfahren, dass aus der Fraktion eine solche Sozialgesetzgebung per Änderungsantrag mal eben auf den Weg gebracht wird. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, hat auch die Folge, die sicherlich gekommen ist, dass das Verfahren erheblich eingedampft und verkürzt worden ist. Da ist erst in der Debatte abgerungen worden, überhaupt noch ein paar Stellungnahmen einzuholen. Das war eigentlich ursprünglich überhaupt nicht vorgesehen und sie geht fest davon aus, dass CDU und FDP das Ganze in der Juni-Plenarsitzung durchstimmen lassen. Bis 9. Da kommt sogar das genaue Datum, aber dass sozusagen vor der Sommerpause der ganze Krempel relativ unbeschadet und ohne Beeindruckung der fachlichen Stellungnahmen wahrscheinlich dann entsprechend abgestimmt und durchgewunken werden soll. Das heißt, das würde dann entsprechend veröffentlicht und würde dann wirksam werden. Wir haben jetzt so ein bisschen die Ankündigung noch zur Erinnerung von unserem riesigen Sozialkämmerer im Ohr. Der hatte ja zum Ende des Jahres angekündigt, dass bis Juni er zähneknirschend auch im Hinblick auf die Kommunalwahl und die Schelte vom Direktor des Sozialgerichtes er dann auf die Wohngeldtabellenzahlung plus 10%, hat Herr Kurz schon gesagt, zurückgreifen will, aber das von vornherein als befristete Aktion angekündigt. Die letzte Stadtverordnetenversammlung ist am 20. Juni, sodass mit dem Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene davon nicht auszugehen ist, dass er am 20. Juni eine fertige Satzung für die Stadt Kassel präsentieren kann und wird. Das heißt also, wenn er den Satzungsweg gehen wollte, kommt das erst in Richtung August. Oder, da kann man jetzt trefflich drüber spekulieren, vielleicht reicht es ihm auch, dann dieses wunderbare Gutachten des Darmstädter Instituts zu haben und zu sagen, jetzt haben wir das schön untermauert, dass unser Berechnungsverfahren doch so leidlich okay ist und wir setzen jetzt einfach nur mit neuen Zahlen oder auch mit den alten und den Gutachten in der Hand unsere Verwaltungspraxis wieder zurück auf irgendwelche Obergrenzen, die wir uns irgendwie ausgerufen haben. Passend dazu ist, dass da von Seiten der Wohnungswirtschaft, ich weiß nicht, ob alle den Zugriff auf die HNA-Informationen haben, von der Wohnungswirtschaft war dann moniert worden, das war ein bisschen Lustwortluft von der landeseigenen GmbH, von der Wohnstadt, auch im Landesbesitz und von den Vereinigten Wohnstätten, der Genossenschafts der Wohnungsbaugenossenschaft aus Kassel, die sich schon beklagt haben, dass sie in diesem Verfahren, das jetzt dieses Darmstädter Institut auch angestrengt hat, um da irgendwie Informationen zur Wohnungsmarktversorgung, Preisermittlungen und dergleichen in Kassel zu bekommen, dass sie da überhaupt nicht beteiligt worden sind und haben ihrer Sorge Ausdruck verliehen, dass dann, wenn man so einen großen Aufwand betreibt, sicherlich nicht die Preise erhöht werden sollen, sondern abgesenkt werden sollen und dass sie dann die Befürchtung geäußert haben, dass es dann zu nicht mehr auskömmlichen Mieten für sie kommt, wie in der Vergangenheit auch schon, wo ihnen dann nämlich ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt worden ist, entweder ihr senkt die Miete oder der Mieter muss das aus eigener Tasche bezahlen oder er kriegt die Aufforderung umzuziehen und dann haben doch die eine oder andere Wohnungsbaugesellschaft sogar eine Mietpreisabsenkung vorgenommen, mit entsprechenden Auswirkungen auf ihre Wirtschaftstätigkeit. Das dazu und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir die Kamera dann stoppen und gucken, dass wir in die Diskussion gehen.